Warnung: Die von uns gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Der heilige Gral. Wir haben ihn gefunden. Wir starten jetzt mal hier mit der Geisterbefragung. Ich habe hier Ausschläge ohne Ende. Psst, Ruhe. Warum ist da so viel Licht? War da vorhin auch so viel Licht? So, Schatten. Jetzt Horrorlos, please. Wir befinden uns im Haus des Mathelehrers. Hier sind unheimliche Dinge passiert. Wir haben lauter Freunde hier dabei. Second Life sind Urbex. Ja, bitte. So, heute gibt es das SPD-Kartendeck. Alter! Aber das ist. Warte mal, da habe ich nicht auf Platte. Was ist das denn? Noch ein Ausweis oder was? Führerschein. Ja, kurz. Das ist auch noch ein Foto. Ja, wenn da ein Sterbefall ist oder so, ne? Ich meine, und sich kein. Ausgeschlagen oder was? Keiner findet ihr da. Hier sind ja auch noch mehr. Sind alles noch Akten, Kontoauszüge und. Steuer. Bah, 4711 steht da auch noch. Das gute 4711. Nee, das hatte man auch schon immer die Oma. Bah, ihr kriegt. Hier noch Filme. Alles da. Was? 4G. Was? Ey, die guten Koda Gold, ey. Boah, der Silberkasten. Guck dir das an. Boah, das ist verzweifelt. FD-Mark. Was wird das heute wert hat? 20 Euro. Was ist das für ein Ding? Oh, die leckere Küche. Kühlschrank, der ist bestimmt noch gut. Da ist nichts drin. Dann schiebst du mal noch mal was, da kannst du auch so durch. Einer Bock auf den Hier, brauch mal näher. Oh, delicious. Da ist bestimmt noch was drin. Hier, ey, guck mal, weißt du, was die mittlerweile wert sind? Wenn ihr die am Trödelmarkt kaufst, ne? Aber es hört sich schon 8 Euro oder so für andere Dinge. Ja, ich hab auch noch ein bisschen Tee. Soll ich mir einen Tee machen? Oh, das ist das Kostliche. Hier ist eine kleine Ecke. Was gibt's denn dazu? So am Budget. Der Rasierer, Aftershave, alles da. Ja, das haben wir ganz vergessen. Da geht ja so ein Stein. Sollen wir mal die Mercedes? Die Mercedes? Finden wir einen Stern. Manfred, warum meinst du, was ist hier passiert? Ich weiß nicht, Mann. Early. Early? Aufschlag. Früh, früher? Zu früh. Zu früh. Zu früh. Guck mal, Clary, über dir übrigens. Was? Die Decke. Bahn für Bahn. Okay, kommt schon runter. Guck mal hier, was ist das denn? Antioxidationskapsel. Da ist das Schiff, das ist ja noch hier. Zu viel Licht. Das ist das Schlafzimmer. Heute ist ein Manga. Ja. Hier auf The Rabbit. 1999. Ja,
Also hier hat doch ein Kind geschlafen. Schminkschrank. Warum ist da so viel Licht? War da vorhin auch so viel Licht? Der geheime Super Nintendo Spielespeicher. Ich habe hier Ausschläge ohne Ende. Psst. Ja, ich habe Stimmen gehört. Keine Ahnung, ich dachte, wir sind alle oben. Holy Macaroni, eine Giraffe. Wie eine Rumpelkamera. Hier sind nur alte Fotos auf dem Boden. Urlaubskarte. Das ist der Heilige Gral. Jo. Hast du dein Licht umgenommen worden? Der Heilige Gral. Wir haben ihn gefunden. Oh, oh. Leute, da steht Hitler. Darf man halt überhaupt zeigen auf YouTube? Finden wir es raus, ne? Oh, demonetized. Leute, da muss ich was zeigen. Guck mal hier. Science-Fiction-Bücher. Schrecken der Hohlwelt. Guck mal, mit Hologrammbild. Oh, geil. Not. N-O-T-E. Note ist, was sagt man, wie so Notiz oder so. Notiz, genau. Hier sind ja viele Notizen. Irgendwie was Wichtiges, was wir hier sehen sollen. Vielleicht in den Unterlagen. Ich weiß es nicht. In den Papieren. Irgendwas Wichtiges ist hier noch versteckt. Wir warten nur eben auf die anderen und dann können wir die Seance beginnen. So, jetzt haben wir endlich komplett. Jetzt kann die Seance beginnen. Auf jeden Fall, ich komme. Geister-Seance. Hier am Tisch. Wir starten jetzt mal hier mit der Geisterbefragung. Wer ist der denn hier? Arnold. Wir sind in Frieden und Respekt gekommen und fragen uns, ob vielleicht eine Präsenz noch hier in diesem Haus vorhanden ist. Du kannst dich gerne bewerbbar machen. Wir haben verschiedene Geräte dabei. Einmal diese Fanfox, wo du Wörter erscheinen lassen kannst. DMF, der ist jetzt gerade kaputt. Und die Spiritbox, womit du dich mit uns kommunizieren kannst, wenn du gerne möchtest. Jeder kommt schon jetzt vor. Also wir haben hier noch Unterlagen von dir gefunden, ein altes Familienfoto. Möchtest du uns darüber etwas sagen, Arnold? Oder der hieß doch dann Hans-Joachim. Hans-Joachim, Entschuldigung, dass ich sie beim falschen Namen genannt habe. Aus Berlin. Sogar. Hans-Joachim, du kannst gerne mit uns über dieses Gerät kommunizieren, wenn du möchtest. Möchtest du uns etwas sagen zu diesem Haus? Was Schreckliches passiert. Bist du hier unter uns? Du möchtest uns etwas mitteilen.
abgeben. Du kannst dich uns gerne mitteilen. Nein. Oder? Nein? Nein. Habe ich gesehen. Nein, das ist ein bisschen schwer, mein Kind. Ja. Wer auch immer du gerade hier bist unter uns, können wir dich etwas fragen? Das ganze Haus sieht so aus, als wenn also die ganzen persönlichen Gegenstände sind noch da, die Möbel und alles. Das ist ja auch nicht normal, dass das alles noch hier steht. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ist der Willi vielleicht hier? Hat er vielleicht hier gewohnt? Ja. Aber Willi, wie kommst du denn auf Willi? Ich hab deinen Reisepass gekriegt. Was war das? Was ist denn jetzt? Du kannst auch gerne genauer dich zu erklären. Rent? Sie hat Rent. Hast du so eine Vorahnung oder was? Rent. Schlechtes Gefühl. Rent. So. Sollen wir diesen Ort wieder verlassen? Warnung. Okay, Warnung. Da können wir jetzt aber direkt auf deinen. Einbruch. Oder was können wir jetzt? Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Guck mal, die Kerzen noch. Hast du gerade gesehen? Die Luftner habe ich drauf. Wir haben eben ganz schön nur Flacker. Haben wir den Einbruch begangen? Das Fenster stand offen. Okay, wir geben jetzt noch die letzte Chance. Wenn du uns etwas mitteilen willst, hast du jetzt deine Gelegenheit, uns noch etwas zu sagen. Jetzt noch mal sprechen und uns etwas mitteilen. Nein, ich hab die angeguckt. Kannst du uns etwas über das Haus hier erzählen? Erdbeben? Ja, das haben wir wohl irgendwo. Erdbeben, heftig. Ist für dieses Haus noch irgendjemand zuständig aus der Familie? Ist mit Sippe die Familie gemeint? Ist nicht gut drauf zu stehen, Mann. Ganz allein? Sound. Okay, da wird aber ganz schön gesprächig jetzt, ne? Im Thema Familie. Und das ist auch nicht abwegig. Ich nehme mal unsere letzten EVPs zusammen. Sippe verlangt alles. Da darf es uns noch nicht wundern, warum es denn Willi nicht gut geht. Wer befindet sich denn genau jetzt hier unter uns? Also die Kräfte doch immer, ne? Ich meine, die ist halt immer gerade, aber die zuckt die ganze Zeit schon. Guck mal, haben wir jetzt, ne? Und die ist halt gerade. Wie kann das jetzt sein? Hört jetzt mal genau hin. Zuerst sagt eine Frauenstimme etwas leise im Hintergrund, das sich wie Armut anhört. Dann sagt ein Mann, der wesentlich lauter im Vordergrund zu stehen scheint, das wissen wir. Das wissen wir oder sowas wissen wir? Das ist sehr unklar, diesmal. Also wir hatten echt schon waren ja auch dabei. Ja. Aber echt klar, dass du sagen kannst. Voll leise, als würden wir irgendwie unterdrückt werden oder so. Oder sich genug Energie.
für mich dran. Ja. Du brauchst keine Angst vor uns haben. Da es sich um ein Familienhaus handelte, meldeten sich nun wohl auch die Kinder zu Wort. Da es nun mittlerweile schon recht spät geworden ist, ist es für einige schon längst Schlafenszeit. Wir sind jetzt viel gekommen. Wir haben nur ein paar Fragen und dann gehen wir auch wieder. Wenn nichts beschädigen oder mitnehmen. Du brauchst keine Angst haben. Waren hier bereits Fremde, die ihr Eigentum gestohlen haben? Na gut, wir werden uns jetzt von hier verabschieden. Du bist ja nicht also sehr gesprächig im Moment. Vielleicht sind wir auch zu viel und schüchtern nicht gerade ein. Ja. Ja. Alles klar, ja? Ja. Ja. Ich habe das nicht richtig verstanden, wenn ihr ehrlich seid. Du hast so gehört, dass da jemand kam, ne? Da kam auf jeden Fall was, ja. Ja, kann sein, ich meine, wir sind wieder drauf. Also, okay, dann wollen wir dich jetzt auch nicht weiter hier behelligen, belästigen. Kevin, okay, gefrieren die Füße ein? Ach, ich habe gerade Eisfüße. Okay. Ich meine, war ja auch klar, ich meine, Move, ne, und so, und er hat jetzt mehrmals gesagt, ja oder ab oder so. Ja. Hier ist noch der Uganda, will ich. Ich stehe ja Uganda. Hier ist Horolos Places. Wir waren gerade am Haus des Mathelehrers. Was hast du da mitgenommen? Es ist auf jeden Fall noch was da in dem Haus. Ich habe nichts mitgenommen. Hier ist Second Life zu den Urbex. Die waren mit uns da. Ich habe ein bisschen Mathe gelernt. Ja. Mathe gelernt? Formelsammlung kann ich jetzt auswendig, auf jeden Fall. Broken is my name, my life is the same. This finger is my you. Open, I see the truth. Silence is my name. My mouth is the same. Disfigured is my youth. Open, I see the truth. Watch me bleed in the light. The darkest shadow of the candle's eye. Watch me creep in the hole. Gigantic slip above.